Sag mal, was genau ist bei deinem letzten Treffen mit Takamoto passiert? Er wollte gefälschte Relikte der Asuka-Periode verkaufen. Und gesunder Menschenverstand funktioniert mit dem Yakuza nicht. Aber du hast ihn laufen lassen. Und jetzt kann er mir vielleicht weiterhelfen. Tja, was will ich mehr? War zu erwarten. Guten Abend. Ich glaube, Nishimura-san erwartet mich. Ah, Lady Croft. Er ist in seinem Büro am Ende der Halle hinter Ihnen. Ich sage ihm, dass Sie kommen. Danke. Hallo, Lara. Gefällt Ihnen meine kleine Party? Totemo tanoshinde imasu, Nishimura-san. Aber wenn Takamoto eintrifft... dann könnte es möglicherweise Probleme geben. Aber Vorsicht! Er kann sehr gefährlich werden, wenn er andere Pläne hat als Sie. Sie wären überrascht, wie überzeugend ich sein kann. Egal, wie gefährlich Sie sind. Das glaube ich gern. Ich bin auch gefährlich, wie Sie wissen. Aber bitte, genießen Sie die Party und viel Glück. Fassen Sie sich kurz, Miss Croft. Wie Sie wissen, ist meine Zeit kostbar. Natürlich, Takamoto-san. Ich suche ein Schwertfragment, das Sie aus der Waseda-Universität, wie soll ich sagen, gestohlen haben. Also, ich bin kein Dieb. Und ich rate Ihnen, diese Anschuldigungen zu unterlassen. Heißt das etwa, Sie wollen verhandeln? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Doch, haben Sie. Sagen Sie nur, wie viel. Sind Sie taub, Miss Croft? Ich weiß nicht. Mal sehen. Wollen Sie wieder um Ihr Leben betteln, wie bei unserem letzten Treffen? Gorose! Imasuyere! Takamoto ist sicher wieder in seinem Penthouse. Folgen Sie ihm nicht, Lara. Seine Männer werden Sie erwarten. Die Lobby ist eine Todesfalle. Ich weiß, dass dir sowas gefällt, aber du hast keine Chance. Dann gehe ich eben nach oben. Wie komme ich aufs Dach? Aufs Dach? Mit dem Fahrstuhl. Aber Vorsicht, oben ist eine Baustelle. Dazu sage ich lieber nichts, Lara. Darum müssen wir das Problem aus einem anderen Blickwinkel sehen. Vom Dach. Nishimura hat mir den Code für den Aufzug gegeben. Ich bin unterwegs. Komischer Ort für ein Motorrad, aber das hat was. Also, es ist eine Schande, so ein Motorrad auf dem Dach zu verstecken.
Party geht immer etwas zu Bruch. Sollten wir das einfach ändern? Wo sind sie? Sie wissen doch, dass du da bist. Die sehen wir noch früh genug. Einen Weg, Sip. Sie hat noch nie gern fern gesehen. Sie hat ihn einen Gefallen getan. Vielleicht ließen sie es.
sein, Lara. Sei vorsichtig. Ah, was für ein wundervoller Abend. Oh, oh. Du weißt, was das bedeutet. Und mir wird auch schon übel. Ich habe keine Höhenangst, Alistair. Aber mir wird davon speiübel. Das habe ich hier in Bolivien auch gesagt. Ich versuche nach oben zu schauen, aber ich muss mich konzentrieren, wenn ihr erlaubt. Es ist eine Falle? Allerdings, sieh dich vor. Findest du nicht, das Kügelchen ist ein klitzekleines bisschen zu groß für dich? Sie weiß, was sie tut, Kumpel. Das nenne ich Kunst mit Form und Funktion. Geschafft. Bist du schwer verletzt? Halb so schlimm. Aber das mache ich nie wieder. Die hätten nicht kommen sollen. Das ist mein Reich. Keines ihrer vermoderten Gräber. Erzählen Sie mir von dem Schwert, Takamoto. Was ist damit? Was fasziniert Sie daran so sehr, Miss Croft? Zeigen Sie es mir, dann sage ich es Ihnen. Ihre Beharrlichkeit wird Sie noch umbringen. Ich habe nur Stellen abgebaut. Jetzt kümmere ich mich noch um die Inventur, wenn's recht ist. Sie meinen das hier?
Das bedeutendste Stück meiner Sammlung. Wie meinen Sie das? Ganz einfach, ich sammle Objekte toter Engländer. Dieses hier gehörte einem Kreuzritter. Er soll sogar einer von König Artus' Rittern gewesen sein. Ich weiß nicht, wie es in den Besitz dieses Narren kam, denn es stammt aus einer Zeit vor dem 11. Jahrhundert, als ihr Volk noch in Lehmhütten lebte. Und deshalb würden Sie lieber sterben, als es mir zu geben? Nein, deshalb! Das ist es. Hast du gesehen, wozu es fähig ist? Ja, das habe ich, Alistair. Draußen wartet ein großes Helikopter auf dich. Hervorragend. Richte ihm aus, dass er der Größte ist. Nishimura-san, ich bin sehr froh, Sie hier zu sehen. Die Freude ist ganz meinerseits. Was ist mit Takamoto? Wo ist er? Kommt ganz darauf an, ob er brav gewesen ist. Ich habe übrigens James Rutland aufgespürt. Willst du nach Ghana? Klar, ich bin dabei. Afrika ist einer meiner Lieblingskontinente.